Am 13. Dezember stellte Agrar- und Forstminister Dr. Till Backhaus den aktuellen Waldzustandsbericht 2021 vor. Dieser Bericht spiegelt den Zustand der Wälder im Bundesland und ermöglicht die Einschätzung der Waldschäden. Die Daten wurden in diesem Jahr vom 20. Juli bis zum 20. August gesammelt. Den erhobenen Daten zufolge hat sich der Vitalitätszustand der Waldbäume gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert. Eine Erklärung dafür sind dem Minister zufolge die hohen Niederschlagsmengen während der Vegetationszeit. Rund 700 Hektar Wald wurden im Zuge des Waldbauprogramms in Mecklenburg-Vorpommern neu gepflanzt. Ein Rekord in der Geschichte des Landes und ein einzigartiges Projekt in Deutschland. Das Projekt soll Backhaus zufolge jedoch kontinuierlich fortgesetzt werden. Aktivisten von Fridays for Future sind eingeladen, daran teilzunehmen und ein eigenes Waldprojekt an einem markanten Standort umzusetzen. Aus der Waldzustandserhebung diesen Jahres ergibt sich, dass ungefähr jeder fünfte Baum im Land gesund ist. Damit ist der Wald in MV laut Backhaus der gesündeste in ganz Deutschland.